Hi Leute, zu einem neuen Ticket-Leit-Tutorial und heute geht es um Benzin bzw. wie man Benzin herstellt. Also ich habe jetzt schon mal hier so eine kleine Fabrik aufgebaut in dem nächsten Mal und ich fange jetzt einfach ganz vorne an. Das hier ist ein Ölfabricator, der produziert einfach Öl. Man sieht hier, die erste Leiste ist quasi wie viel Öl da gerade drin ist, die zweite die Energie, die man durch Solarpanels zufügen kann oder halt durch irgendwas, was Strom produziert. Hier, das ist beispielsweise voll. Dann das hier ist die Arbeit. Das ist quasi, wenn man jetzt so Motoren anschließt, Verbrennungsmotoren oder Verbrennungsmotoren. Und idle weiß ich nicht genau. Idle heißt ja auf Deutsch so viel wie untätig oder halt Pause. Und ich glaube, wenn der einfach eine gewisse Zeit nicht arbeitet, dann füllt sich die Leiste über die Zeit. Weil da ist ja auch so ZZ. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das was damit zu tun hat. So, ja. So viel dazu. Der produziert Öl und das Öl, das brauchen wir für das Benzin. So, das Öl, das kommt dann hier einfach in so eine Raffinerie. Da kann man Sachen reintun, das braucht man nicht wirklich. Und ja, die Raffinerie muss betrieben werden, entweder wieder mit Stirlings- und Verbrennungsmotoren, die man genau daneben baut, oder man macht so wie ich mit den Solarpanels und so einer kleinen Schaltung, nenne ich es mal, von dem Power Converter. Dazu habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. In dem hier, in dem Fall jetzt, das ist ein IC2 HV Consumer, der konsumiert quasi den HV, also den High Voltage Strom von dem Mod IC2, also Industrial Curve 2. Das ist die Energy Bridge, die kommt einfach immer in die Mitte. Und das hier ist der Buildcraft Producer, der produziert quasi aus dem Strom von IC2. Bildkraftstrom und der kommt dann hier hin und deswegen geht es auch so schnell. Man sieht ja, das sammelt sich nicht wirklich fast, das ist ja sofort wieder weg. Hier ist das muss mit einem Redstone-Motor rausgepumpt werden oder ja, mit einem Redstone-Motor rausgepumpt werden. Beim Ölfabrikator muss es nicht rausgepumpt werden. Wenn ich jetzt ein Stück wegnehme, wird man sehen, dass sich das hier langsam füllt. Aber es braucht keinen Redstone-Motor, weil es dann von alleine rauskommt. Ja, man muss ja eigentlich dann, also hier kommt ein Redstone-Motor hin, sonst geht es nicht anders. Und dann hat man das schöne Benzin, kann dann hier im Tank speichern. So, dann hat man Benzin hergestellt. Benzin braucht man nicht häufig. Man braucht das auch nicht mal für das ein Jetpack. Es gibt hier das normale Jetpack. Ich habe auch zuerst gedacht, dass da Benzin rein muss. Muss aber kein Benzin rein. Dazu mache ich noch extra ein Video, was da rein muss. Auf jeden Fall, Benzin ist am besten zu verwenden als Brennstoff. Es gibt ja hier diese drei Standardbrennstoffe, nenne ich mal den Lava-Eimer, den Benzineimer und den Öleimer. Und der Lava-Eimer, der macht 2000 Ticks in dem Verbrennungsmotor oder im Ofen. Der kann auch noch in Geometallgeneratoren oder in normalen Generatoren zu Strom umgewandelt werden. Das können die anderen zwar nicht. Der Öleimer, der hat 20.000 Ticks in dem Verbrennungsmotor und im Ofen, also genauso viel wie der Lava-Eimer. Und der Benzineimer, der hat 100.000, also fünfmal so viel. Und der hat auch mehr, also der, also es geht auch schneller. Mit den Megajoule pro Time, glaube ich, soll das heißen. Slash T, also es geht auf jeden Fall auch schneller. Und ja, das war jetzt wieder ein relativ kurzes Video, wie man Benzin herstellt. Weil das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich muss richtig lange suchen, bis ich irgendwann mal rausgefunden habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.